Hallo zusammen. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr eure iPhone-Notizen am PC sichern könnt. Das Ganze funktioniert mit Copy Trans Context, welches ich bereits hier geöffnet habe. Besitzt ihr dies noch nicht, so schaut bitte in die Beschreibung und ladet es euch herunter. Habt es heruntergeladen, so öffnet es und schließt euer iPhone an. Nun warten wir, bis alles geladen ist. Jetzt klicken wir auf das Notizensymbol und sehen hier unsere vorhandenen Notizen. Wollen wir nun ein oder mehrere Notizen übertragen, so klicken wir entweder auf ein oder mehrere Notizen oder wenn wir direkt alle übertragen wollen, auf das Kästchen hier ganz oben. Jetzt klicken wir auf Ausgewählte exportieren und können hier nur einen Pfad auswählen, wo das Ganze gespeichert werden soll. In meinem Fall gebe ich den Desktop an und bestätige mit OK. Nun erhalten wir ein Fenster, dass alles funktioniert hat. Dies bestätigen wir mit OK. Schauen wir auf den Desktop, so sehen wir, dass ein Ordner erstellt wurde mit all unseren Notizen drin. Die Notizen sind in einer HTML-Datei hinterlegt, was bedeutet, dass wenn wir sie anklicken, unser Browser aufgeht und wir die Notiz im Browser betrachten. Abschließend bleibt zu sagen, dass ihr natürlich die Notizen auch jederzeit wieder im iPhone oder zu anderen iOS-Geräten wie dem iPad oder dem iPod Touch importieren könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen.